Hallo, Leute, willkommen zurück bei der Free-to-Play-Challenge. Ich lege das Bild unten aus, verschmissen. Ja. Wie ihr mitbekommen habt, wahrscheinlich, vielleicht aber noch nicht, ich weiß nicht genau, aber auf jeden Fall steht es jetzt an. Ich habe ja Atro mittlerweile in 7-Sterne-Form und habe dann festgestellt, oh verdammt, ich habe hier mir Atrosphäre nicht geholt, weil Atrosphäre eigentlich nicht besonders gut ist im Vergleich zu den anderen. Und ich deswegen bisher zu faul war. Und deswegen habe ich die noch nicht gemacht. Und stehe jetzt vor der Frage von, ja, ich sollte die jetzt mal schleunigst machen. Ich hätte hier tatsächlich einen Magus zur Verfügung. Ja, ärgerlich, ich habe keine Dark-Einheiten im momentanen Team. Wir werden jetzt als erstes einfach mal Epirius mit einer Rosetta mitnehmen. Ich denke, das ist ganz solide. Und hier noch ein bisschen austauschen. Und die dicken Fujins. Dicken Revives. Und sicherheitshalber die Crescent Youth, die ist es mir wert. Wobei, nee, wir bleiben bei den Goddess Idols, auch wenn ich davon nicht mehr allzu viele habe. Ich plane eh, dass ich es nur für den letzten Kampf brauche. Und wir dann da wohl hoffentlich durchkommen. Und ja, ich möchte, ich versuche heute möglichst viel davon in dieser Folge fertig zu bekommen. Ob ich es ganz schaffe, weiß ich nicht. Weiß nicht, wie schnell der Emulator möchte, dass ich heute bin. Aber der Plan ist recht eindeutig. Ich will endlich Urias für Atro haben. Bisher habe ich auf Atro, glaube ich, den Providence Ring und den Issues Gors drauf. Und ihr seht halt mein Team, was ich verwende, komplett light. Dementsprechend viele HP. Ich hoffe, dass Juji zum Heilen ausreichen wird tatsächlich. Bin da ein bisschen skeptisch, aber ich hoffe aufs Beste. Nasa als Mitigator, aus dem ganz einfachen Grund, dass wir damit dann, ja, Light Mitigator dabei haben. Sprich, er von den HP her auch davon profitiert, dass wir, jetzt bin ich auf Auto-Battle gekommen. Aber egal, weil er noch nicht will. Dass er halt auch davon profitiert, dass wir Atro als Anführer haben. Wir haben damit überall einen super HP-Pool, außer halt bei der befreundeten Rosetta, okay. Ich erwarte aber nicht, dass ich hier irgendwo eine andere Atro zur Auswahl habe. Das heißt, einen anderen Atro. Ich werde das für diesen Geschlechter nie hinbekommen. Zur Auswahl habe. Das wäre aber die Krönung für sowas. Eine Doppel-Atro hätte ich hier dicke genug HP, um die durchzustellen. Man merkt halt schon, ich habe so gesehen nur einen Atro und der hat halt keine Urias drauf und Urias gibt auch keine HP-Boni. Deswegen sind die HP da nur 10.000. Was eine Nase als 6-Sterne-Einheit halt auch hinbekommt. Wenn ich den Extra-Skill habe, kommen wir da halt nochmal hoch auf 12.000 von der Theorie. Das Problem ist, da muss ich halt den Providence-Ring ablegen und dafür Urias draufpacken. Und Urias gibt nun mal keine HP-Boni. Das ist halt das Einzige, was daran echt ärgerlich ist, dass man diese Kombination mitnehmen muss. Man kriegt Attack und Death, ja, das ist schön, aber Attack und Death ist halt die nutzloseste Kombination an Attributen, weil im Normalfall hat man eine Einheit, die entweder mehr Attack dazu braucht, um schnell Schaden zu machen, oder mehr Death braucht, um was zu überleben. Aber beides auf einmal ist eher selten. Da wäre es mir wichtiger, HP zu haben, weil HP haben. Aber trotzdem wird Atro dann insgesamt sehr gut werden. Ich weiß gar nicht, was der zusätzliche Effekt noch war neben 20% HP. Kann ich direkt mal eben nachgucken. Wenn wir uns hier durch die Banditen echt gemütlich durchhauen können, ohne Stress. Atro. Reduziert bei sich selbst die Verbrauch der Brave Burst Leistung 20%. Das ist natürlich auch cool. Das sind immer noch 4 Stück, das heißt, ich kann mich jetzt einfach hinstellen und kann hier triggern. Für viele Stages sollte ich an sich Juji vor Atro einsetzen. Weil wir gehen hier nur in den Light Dungeon und da Juji Licht- und Dunkel-Element gibt, haben wir dann, also das war der Hauptgrund, warum ich sie dann als Heilerin verwende, dass sie sich halt einfach hinstellt und sagt, hey, ihr habt alle Dark-Element, 50% mehr Schaden, bitteschön, und das auf jedem Schlag. Eine klar Atro dabei zu haben, macht sich auch bezahlt, weil 100% Attack und Death hoch. Kann auch nochmal gut was retten. Und ich hoffe halt einfach, dass wir mit Full Life und Mitigation bei dem finalen Hit halt einfach genug aushalten. Weil, soweit ich es in Erinnerung habe, kann hier die Atro sich, die gegnerische sich auch reviven, genau. So sagt es der Guide auch. So, alle tot und alle aus der Nase vollbekommen. Füllst du ihn noch auf? Nö, gar nicht. Wow. Und hier haben wir den ersten Gegner. Setzen wir einfach ihn so ein. Dürfte auch schon mitigaten. Sollte ich eigentlich auch mal nachgucken. Weil ich weiß, beim SPW geht es halt vor allen Dingen um die Kombination aus allen Effekten. Aber wir brauchen natürlich auch die Status-Immunität zur Sicherheit. Auch wenn die gegen Atro jetzt nicht ganz so wichtig ist. Und natürlich die Auffüllung. Jetzt werden wir angegriffen werden, um halt sicherzustellen, dass wir wieder voll werden. Q
kurz schauen. Ah, Brave Burst ist nur Immunität und Status-Immunität, für, also Mitigation und Status-Immunität für 3 Runden. BB Refill ist halt dann auf dem SBB dazu. Das ist gut zu wissen. Das Gute ist, seine SBB-Effekte halten 3 Runden. Das heißt, wenn wir, dann können wir 2 Runden lang mitigaten und danach wieder was anderes machen. Das einzige Problem ist, wir haben jetzt natürlich nichts mehr da. Und gehen in die letzte Stage. War vielleicht nicht die intelligenteste Idee, gebe ich zu. So, hoffen wir einfach mal, dass wir genug angegriffen werden, dass wir danach halbwegs was voll haben. Meine Level 1 und 2 sind halt jetzt auch einfach echt nicht schwer, sondern dafür so ein bisschen Geduldssache. Brauchen wir jetzt Mitigation? Theoretisch gesehen könnten wir auch Overdrive einsetzen, aber ich möchte diese Runde noch nicht den Effekt von ihrem SBB verlieren. Ich hoffe nochmal, dass wir ohne Mitigation eine Runde lang überleben. Oder sie vielleicht sogar schon fast kaputt hauen. Ich meine, das geht ja doch gerade ganz gut ab. Komm schon, macht hin. Ich will das jetzt hinter mich bringen. Ja, wir setzen ihn einfach wieder ein. So, das ist immer noch nicht voll. Oh Mann. Aber wir haben jetzt einfach alle rein und gut ist. Ich denke mal, wir haben. Also, Arthur haben wir dort garantiert tot. Ich hoffe, dass wir Nase auch tot bekommen. Habe ich gerade gesagt, dass wir NASA, ich auch NASA tot bekommen. Ich meine natürlich selber, aber auch weil ich der NASA gesagt habe, ah, der hält deutlich mehr aus, hat noch nicht so viel abbekommen. Und da bringt natürlich auch das Light-Element gegen den nicht so viel. Wir setzen hier jetzt einfach mal Overdrive ein, weil wir es können. So, und jetzt können wir nämlich jetzt hier einfach ein bisschen was davor ein, damit wir Tiernanog. Schön. Tiernanog bezieht sich auf Feengeschichten aus Irland. Erstes den Chunker. Hat uns auch nur 10 Minuten gedauert. Nix. Wird also wohl ein bisschen aufwendiger, die alle zu machen, einfach weil der Emulator immer so langsam braucht. Aber, also zumindest 1 zu 2, wie gesagt, sehe ich jetzt nicht als schwierig an. Können wir direkt weitermachen. Zeug, ja, kriegen hier ein bisschen Zell und Karma für die erste Stage. Die ist noch nicht so spannend. GGC Epic Crusade.
nehmen wir jetzt. Royal Butter, Manuel Bagen, da drehen wir aber auch schon mal bessere Sachen drauf gehabt. Ich denke, wir nehmen wieder eine Rosetta. Ich denke mal, wir nehmen hier Lano mit. Kombination an Items ist super. Sollten wir eigentlich ganz gut mit zurechtkommen. Ich hoffe, dass wir für den letzten Kampf dann etwas anderes als eine Rosetta zur Auswahl haben. Ich werde nicht Trident mitnehmen wollen, weil das ist langweilig. Ich hoffe einfach darauf, dass ich meinen eigenen Account noch zur Verfügung bekomme und ich meinen Ken mitnehmen kann. Das wäre ziemlich episch. Und ich denke, wir werden jetzt damit anfangen, dass wir das machen und das machen. Den Fokus dahin legen, weil ich habe so das doofe Gefühl, dass ich die zuerst töten sollte. Also meine Vermutung zu, dass wir im Guide steht dazu nichts drin, deswegen kann ich das nicht sicher sagen, aber im Normalfall ist in solchen Stages übrig, dass wenn man die kleine Mini-Einheit umhaut, dass dann der Hauptcharakter halt in den Rage-Mode oder sowas geht. Und in dem Fall ist es ja hier ganz offensichtlich Atro, der die kleine Mila verteidigt. Daher wäre es halt naheliegend, dass dann von da ein Rage-Mode kommt. So. Da wir Mitigation hinbekommen, haue ich mit dem Rest einfach weiter drauf. Solange ich mitigaten kann, geht es mir gut. Wenn das nicht immer geht, müssen wir ein bisschen aufpassen, was wir machen. Und sie hauen nochmal auf NASA, das ist super. Das heißt, wir sind mit NASA wieder mitigierbar. Und können dementsprechend hier jetzt mal den ersten richtigen Angriff heraushauen. Hier, jetzt hier. Für die Zunge der Kiste, das sag ich euch aber. So, Atro ist weg. Ich denke mal, Mila wird noch leben. Ja, aber das ist nicht so schlimm. Alleine sollte sie uns nicht so klein tun können. Dann können wir jetzt. Ist sogar super, dann können wir euch weiter Breath Burst auffüllen. Da war, genau, da war die Reflexion des Providence Rings. Aber wenn Atro getroffen wird, fliegen ein paar Schadenspunkte zurück. Und bei NASA hat man eine kleine Ausfüllung gesehen. Das ist, glaube ich, der Evil Shard, den er drauf hat. Denke ich. So, diese Runde hauen wir sie dann wohl weg. Und sie ist durch, wir sind voll, sehr schön. Das ist super. Stage 2. Gruffel und Fireman kennt man tatsächlich mit Leute aus irgendwie vielen Stages, weil sie die irgendwie immer wieder reinhauen. Keine Ahnung warum. So, du haust uns noch Tech-Buffs mit drauf. Spark-Buffer. Ah, Juji brauchen wir halt jetzt nicht so früh einsetzen, weil wir halt nicht gegen Dark oder Licht gehen. Daher bringt es uns das nicht. Spark könnte ein bisschen besser sein. Wegen BB-Auffüllung und so. Aber die interessante Frage ist, sind wir nach der Runde voll? Weil wenn ja... Nee, nicht im Ansatz. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal wieder aufsammeln. Oh. Ja, dafür ist das Team nicht so super. Ich meine, wir haben hier mit NASA die Möglichkeit, vieles wieder nachzuziehen. Aber wir können halt nicht sagen, so, wir hauen jetzt einmal voll raus, klatschen die Gegner weg und in der nächsten Stage sind wir wieder komplett voll. Ich hoffe einfach, wir kriegen jetzt Gruffle damit schon tot. Ja, sehr schön. Das ist super. Weil Falmer alleine sollte uns eigentlich nicht umhauen können. Sollte.
Weiß man nie so zu 100%. Einfach auch die Tatsache, dass wir so viele HP haben, hält uns hier echt gut am Leben. Also, so gesehen, man kann sich da ein bisschen was erlauben, was Schaden angeht in den frühen Stages, weil man einfach so viel Lebenspunkte in der Hand hat, dass man das schon nicht mal eben dran verrecken wird. So, bitte Sodis noch auffüllen, das wäre super. Ja, leider nicht ganz. Shit. Und wir haben Aim. Haben wir auch einfach wieder voll raus. Wobei, hier sollte ich jetzt dich früher einsetzen. Dich können wir nur so einsetzen. Mit dem Blasphemy Flash. Und ja, wir haben jetzt zwar so gesehen nichts voll, aber werden jetzt einfach darauf setzen, wieder voll zu werden, indem wir nochmal angreifen. Sollte eigentlich funktionieren. Sollte. Hat es natürlich nicht. Damn. Damn, damn, damn. Dann hauen wir doch einfach so weiter raus. Hoffen, dass wir den Wahlgeist, den wir am Ende schnell tot bekommen. Juji behalten wir erstmal noch in der Hinterhand für die graduelle Heilung. Die will ich dann schon triggern, die können wir gebrauchen. Und ich werde dann gleich mal wahrscheinlich in der Runde drauf Overdrive einsetzen. Wobei, ich habe nicht daran gedacht, dass ich natürlich einen Fujin behalten sollte dafür. Wir haben so gesehen nur 3 Runden Zeit, um den Overdrive voll zu bekommen. You look interesting. Danke, danke. Nicht auf Juji, die ist doch schon voll. Hau auf die, die es brauchen können. Genau, NASA, das ist ein Ziel, was sich lohnt. Aber der dort auch nicht voll geworden ist. Schelm. So, Overdrive an. Und ja, jetzt wäre es eigentlich intelligent gewesen, eine Fujin dafür in der Hinterhand zu verwalten. Aber wir hauen jetzt einfach voll rein. Und hoffen, dass wir damit in insgesamt 2 Runden Arthro dann wieder voll haben. Hoffentlich. Vielleicht habe ich auch Glück und Vargas haut auf Arthro drauf. Das würde mir auch entgegenkommen. Oh Gott, haben wir da wenig bei Arthro bekommen. Oh Mann. Netterweise, ja gut, er macht AOEs, das trifft Arthur halt mit, das ist in Ordnung. Time to get serious. Ja, füll mal seriously Arthur auf, das wäre echt gut. So, ich glaube, Rosetta setzen wir auch wieder mit Baby ein, einfach weil wir dann die 30 Treffer haben, die halt beim Auffüllen helfen. Wobei, wir könnten eigentlich euch hier unten auch einsetzen, weil ich sogar die Hoffnung habe, dass wir damit diese Runde schon wegbekommen und den Overdrive gar nicht brauchen. Sehr schön, dann haben wir das nämlich bei Overdrive gar nicht mehr nötig.
Und werden uns dann auch die Zeit nehmen, die letzte Stage noch zu machen. Swordsman Anguish. Gibt uns schon einen Gem? Genau. Nehme ich. Und dann Nummer 3. Ich hoffe einfach mal, dass wir Nummer 3 jetzt auch im ersten Anlauf schaffen. Wenn nicht, wäre ein bisschen ärgerlich. So, was haben wir zur Auswahl? Nichts wirklich Gutes. Ich werde aber hinstellen und einmal durchmischen, indem ich hier einen Run mache, davon, dass da ein bisschen was anderes dort reinkommt. Super wäre halt, wenn ich mich selbst mitnehmen könnte, vor allem, weil, also mein Hauptaccount, vor allem, weil ich den heute noch nicht benutzt habe. Das heißt, theoretisch ist die Chance da, dass er daran auftaucht. Ab und zu habe ich das Problem, dass ich ihn halt vorher schon eingesetzt habe, weil ich mir dachte, ah, setzen wir ihn früher, damit ich da die Honor-Punkte für bekomme. Und dann stehe ich da und denke mir hinterher, hätte ich mal nicht gemacht, dann hätte ich ihn jetzt noch zur Auswahl. Aber ich habe ihn heute noch nicht benutzt, also sollte er eigentlich zur Auswahl stehen. Wir können hier schon mal auffüllen, dann kann ich das nicht vergessen. Mir fällt gerade auf, ich habe auf Atro Providence Ring und Issue Scores drauf. Also beide Sphären aus der Trial of the Gods, da habe ich vorher gar nicht drauf geachtet, dass das ja irgendwie ein bisschen thematisch passend ist. So, direkt wieder raus. Und schauen, ob die Auswahl ein bisschen netter ist. Wie gesagt, ich will da jetzt nicht extra noch ein Video für anfangen. Ich habe sowieso vor der Free-to-Play-Challenge noch einiges da, was ich noch nicht gezeigt habe. Yannis zur Auswahl wäre natürlich auch schon eine nette Ergänzung aufgrund der HP. Wir könnten, wie gesagt, Ronny nehmen, aber das finde ich persönlich langweilig. Ja, ich denke, wir geben uns mit der... Mit Yannis da tatsächlich sogar zufrieden. Er hilft zwar nicht beim Baby auffüllen, so gesehen. Was immer super wäre. Aber ich habe hier, glaube ich, sowieso keine Fever-Freunde, die in Frage kommen. Und ein Cannon würde da ja auch nicht helfen. Und... Weißt du, wo bin ich jetzt gelandet? Falsche Dinge. Ich glaube, ich habe auf Mechtotum geklickt. Da wollten wir gar nicht hin. Da möchte ich gerne hin. The Will of Urias. Nehmen ihn hier mit. Interessant, dass er seinen Anführer nicht gesphere-frogged hat. Das würde ich ja erwarten, dass man irgendwann sich hinstellt, dass sein Anführer, vor allen Dingen, weil Eve ja auch sehr gut als Einheit ist, einfach da schon mal ein sphere-frogged hat. Dann ist auch nur bei SBB 1 und hat nur mit Junior Gem, aber das ist trotzdem gut. Sollten wir mitarbeiten können. Ich habe lange genug warten müssen, dass er endlich seinen SBB freischaltet. Ich habe immer gesehen, er hat einen Brave Pass, sagt mir, ja super, dann kann ich ihn nicht mitnehmen. Das ist einfach nicht gut genug. Oh, jetzt sollte das gehen. Und wir haben hier ein nettes Setup mit 4 Gegnern als erstes. Das Gute ist, da hauen wir einfach Nasa raus. Und greifen hier unten den Heiler an. Wichtig ist Heiler zuerst, weil die kann alle heilen, auch sich selbst. Also und halt auch andere. Also wenn man andere weghaut, dann heilt sie die halt immer weiter hoch. Sich selbst auch, aber die wenn man sie weghaut, kann sie... Also wenn man andere weghaut, kann sie immer noch sich selbst und andere weiter heilen, die noch da sind. Wenn wir sie weg haben, kann sie nicht mehr heilen. Das sollte das Ziel sein. Die hauen schon nicht schlecht rein. Ich hoffe, wir haben genug Treffer auf Nasa, damit wir den voll bekommen. Nein, natürlich nicht. Dann werde ich sicherheitshalber da noch einen Fujin einsetzen, einfach damit wir ihn voll bekommen. Das heißt, natürlich mit Mitigate und mit dem Rest damit machen können. Ich könnte jetzt auch Eve und Zelhash und Baby einsetzen, aber beide sind damit jetzt nicht so super. Eve gibt da den Death-Buff noch nicht, den wir jetzt eigentlich ganz gut gebrauchen können schon mal. Und Zelha hat ja, ist ja nur Single-Target, das hilft uns jetzt ja so auch nichts. Und wir haben Nasa, Brave Boss, beide, und das reicht ja erstmal. Und heute haben wir ja die Mitigation. Was aber wichtig ist, wir haben hier den SBB, damit haben dann alle passendes Element. Wir haben nochmal einen Death Buff. Oh, ist das super. Jetzt heißt es Mayhem. An sich gegen 4 Leute sollte ich auch mit diesem Team in der Lage sein, eigentlich auf... Wenn ich voll SBB einsetze, danach wieder voll SBB zu haben. Deswegen versuche ich auf das Level zu kommen, das wir mit allen SBB haben. Gottchen, Gottchen. Au, 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 au. Gott, die hauen ja rein. Scheiße.
Und wir haben Mitigation an. Ist gut? Ist gut. So, wie sieht das aus bei dir? Für B-Mars-Doffen-Unternehmen. Kawas HP Graduately. Ich weiß halt nicht, ob das reichen wird. Deswegen werden wir sicher selber schon mal hinstellen und hier Heilung einsetzen. Ich hoffe einfach, dass das reicht. So, jetzt können wir hier raushauen. Und Eve darf da mit dem BB draufhauen. Ist natürlich nicht so super wie ein SBB, aber wir wollen ja die Treffer mitnehmen. Und zumindest Thermis sollte jetzt in der Runde down gehen. Glück haben wir noch ein bisschen mehr. Und eigentlich sollten wir damit auch in der Lage sein, unser Brave Post komplett wieder aufzufüllen. Ich meine, gegen 4 Leute mit der Anzahl an Angriffen sollte das eigentlich funktionieren. Ah, 2 sind weg. Sehr gut. Und wir sind damit nicht komplett wieder voll. Das ist gut zu wissen. Das heißt, wir müssen da echt aufpassen, was das angeht. Oh, die hauen immer noch echt gut rein. So, wer hat mehr? Du bist fast down. Das ist super. Legt man den Fokus wieder runter. Und da hauen die ersten schon nach vorne. Das heißt, wir können auch. Also, die hauen jetzt halt einfach weiter auf Will. Und das passt. Wie ihn auch. Hoffentlich überlebt er. Er überlebt sehr gut. Und ich hoffe einfach. Irgendwie die graduelle Einung ist teilweise echt. Ich hoffe aber, dass er nicht so viel Schaden macht, da wir Mitigation anhaben. Dass wir dann. So gesehen uns in der nächsten Runde noch ein bisschen voll heilen können. Und natürlich an ihm unser NASA wieder voll machen. Wenn das klappt. Dann haben wir immerhin Kampf 2 schon mal hinter uns. Nein, Kampf... Ach, das war nur Kampf 1. Oh Gott. Das wird langwierig. Oh, wird das langwierig. Komm schon, Kiste. Gib mir noch ein paar Brave-Kristalle für NASA. Ja, sehr gut. Das war wichtig. Können wir nämlich jetzt direkt raushauen. Ah, gefällt mir. Und so gesehen, Atro gibt ja Attack or Death und Eva auch. Und Eva hat zwar noch kein SBB-Ziel und wird deswegen nicht ganz so viel geben, aber im Endeffekt... Überschreibt es sich da halt hin und her, da werde ich jetzt nicht hinterher rennen. Wichtiger ist mir, dass ich da von Atro den Attack-Buff halt auf jeden Fall früh einsetze, damit halt alle vom zusätzlichen Attack-Schaden profitieren. In Hoffnung, dass wir hier halt auch möglichst zügig welche raushauen. Möglichst oft mit NASA mitigaten können. Und am Ende mit vollem SBB wieder in die nächste Stage kommen, die wird richtig nervig. So, jetzt heißt es, wir kriegen den vielen Schaden rein, aber dafür auch unsere Breath Burst alle wieder voll. Oh ja, oh Gott. Das hat ja vorher keinen Breath Burst voll, am Ende SBB voll. Bei einigen, das sagt doch wohl alles. Ja, komm schon, mach Zelda auch noch voll. Das können wir wohl gebrauchen. Ja, kriegen wir da gar nicht, aber... Sieht irgendwie aus, als würde die Leiste hier unten nicht ganz richtig sitzen. Die ist hier ein bisschen zu breit, das sieht echt strange aus. Mitigate natürlich wieder. Die haben alle noch gut Lebenspunkte. Ich hoffe einfach mal, dass wir damit jetzt keinen raushauen. Die greifen einfach normal an, weil der Brave Burst eh nur Single Target das bringt. Also ich weiß gar nicht, wie es bei Sodis ist. Das habe ich mir nie genau angeguckt. Sollte ich vielleicht mal... Ja, ja, sein Brave Burst ist auch Multi-Target. Das macht, trifft halt mal alle. Und er gibt halt Attack für Licht und Spark Damage für 3 Runden, was halt echt cool ist. Also das sind schon... Die Buffs lohnen sich da schon, aber leider braucht halt sein Brave Burst ewig zum Auffüllen. Wahrscheinlich haben wir jetzt genau alle zusammen tot. Ich hatte es befürchtet. Und kriegen halt nur sie wieder voll. Das war ein bisschen Fail von mir. Ich hatte also ein bisschen Angst, dass genau das passieren wird. Dachte mir aber, ah, wird schon schief gehen. Ja, ging auch schief.
Und jetzt kommt die erste kleine Atro. Oder der kleine Atro, wie auch immer. Dich können wir schon mal SBB. Vielleicht haben wir Glück und hauen noch einen Injury-Effekt rein. Dann kriegen wir weniger Schaden. Ah, das sah gut aus. Sehr schön. Wobei ich jetzt nicht gesehen habe, ob es Injury ist. Sieht euch erstmal aus wie Weakness. Hoffen wir, dass er auch von Injury befallen würde. Das wäre wichtiger. Und ja, wir haben seinen SBB-Effekt ja gar nicht, damit dass er das sehr schwer ins Ziel voll zu bekommen. Ich denke, ich werde jetzt schon mal eine Fujin auf ihn einsetzen, sonst wird das einfach nichts. Einfach weil wir ohne seinen SBB-Effekt einfach nicht voll werden. Da kam so das Reitangriff. So, jetzt haben wir schon mal bei Atro SBB und ich denke, wir werden, wenn wir jetzt angegriffen werden, auch nochmal gut was dazu bekommen bei den anderen. Vielleicht auch die graduelle Heilung. Das heißt schon, wir kriegen die graduelle Heilung und ihr Element, das ist halt auch wichtig. Jetzt bitte noch auf Sotis angreifen oder Nasa. Nasa wäre eigentlich top gewesen. Bei welchen... Attack und Death Buff ist bei 50%. Ich gehe also einfach davon aus, dass wir, wenn wir jetzt reinhauen, auch eine Runde ohne SBB überleben. Das heißt, wir können Zelhas Brave Burst mal einsetzen, weil der hat erhöhte Chance auf Dingsbums. Ihr wisst schon. Und ich greife einfach normal an, weil ich bei Sodis gerne seinen SBB haben will, denke ich mal. Ja, sein Brave Burst gibt nur Spark-Schaden. Wir wollen halt auch den Attack for Light noch dazu haben. Also ihr hat 80% Chance auf Injury. Und das erhöht halt die Chance, dass Atro weniger, also sorgt dafür, dass Atro weniger Schaden macht. Nicht so wenig, wie man, ich denke, das wird auch bei ihm funktionieren. Dass halt der Schaden da ein bisschen runtergeht. Das wäre halt schon was wert. Ah, du wirst den Götter nicht vergeben. Das ist ja schön für dich. Der Schmerz der Kinder, ja, ja. So, wir haben wieder Mitigation. Wir können auch dich jetzt einmal einsetzen. Light of Destruction. Und dann greifen wir einfach mit einem an. Und werden jetzt daran arbeiten, wieder Baby voll zu bekommen. Denn ich denke, das hier war jetzt entweder diese oder nächste Runde hauen wir ihn kaputt. Und müssten echt noch alle wichtigen Buffs dafür haben. Wobei ich mir gerade nicht sicher bin, ob wir den SBB... Doch, haben wir doch, sehr gut. Da war da gerade ein Death Down? Ah, klar, tatsächlich, es steht in ein Attack und Death Debuff. Buffs. Attack permanently increased. Das heißt, wenn er unter 25% ist, schwächt sie sich tatsächlich selbst. Wow. Er sich selbst. Ich krieg das nie hin. Ja, interessant. Wusste ich auch nicht. Ich hatte irgendwie nur gelesen, Attack Death 23%. Ich habe dann von einem Buff ausgegangen, weil wäre zu erwarten, dass sie sich selbst stärker machen. So. Nicht optimal. Wenn wir sie noch voll bekommen, das wäre viel wert. Ja, sehr schön. Dann werden wir euch jetzt einen Fujin bei Nasa einsetzen. So, den Herren als erstes. Ich habe vergessen, an Adelaide zu denken. Fuck. Die wollte ich eigentlich auch jetzt schon einsetzen, aber naja. Hoffen wir darauf, dass wir sie direkt am Anfang noch nicht brauchen. Und dass wir mit dem Buffs jetzt genug Schaden machen. Ich werde aber auf Dauer wahrscheinlich Sotis wieder rausnehmen. Denn der braucht einfach so lange zum Auffüllen. Das macht echt keinen Spaß. Das ist irgendwie nicht gut. Also das ist echt problematisch. Ich kann nochmal nachgucken, was genau die Zahl ist, die er braucht. Aber irgendwie kriegt er halt nichts zusammen. So ist, da haben wir ihn. Braucht insgesamt 45 BB-Kristall. Das klingt nicht so viel. Er hat auch als... Er hat halt nur 12 Angriffe im SBB und macht damit halt fast keine Produktion. Das ist halt echt problematisch. Ich denke, da ist Hyde verlockender. Genau, der hat nämlich 20 Angriffe und braucht insgesamt nur 40. Genauer Death Buff und Herzkristall Drop Rate Buff, was nicht schlecht ist. Ich habe wieder nicht an die... Wir haben Mitigation, von daher ist diese Runde okay.
Und ich hoffe einfach, dass so gesehen sie nicht so viel Schaden macht, aber genug gleichzeitig reinkommt, dass wir dafür tatsächlich dann NASA wieder voll bekommen. Das wäre super. Noch ein Treffer auf NASA geht, tut er aber nicht. Schade. Dann haben wir jetzt... Ich habe letzte Runde was verpennt, was ich schon längst hätte machen sollen. So, wir brauchen jetzt zwangsweise hier eine Heilung zur Sicherheit. Wir werden nämlich jetzt hier Overdrive aktivieren. Das hätte ich letzte Runde schon machen müssen. Einfach, weil ich dann diese Runde das nämlich schon drin gehabt hätte. Und ich will die Fuji nicht für NASA einsetzen, weil die natürlich dann jetzt nächste Runde für Atro draufgehen soll, um dann die den Overdrive auch zu nutzen. Mit dem UBB, weil dann haben wir danach jede Runde 50 Belfkristalle und dann geht's uns gut. So. Wann kommen hier eigentlich die... Ich glaube, bei 50%, ja, bei 50% kommen ihre ersten Buffs und der Angel Idol Buff. You should save the people. Ja, save mal die People. Am besten ohne mich dabei zu zerlegen. Dafür wäre ich sehr dankbar. NASA ist natürlich gut, weil dann haben wir bei ihm fast wieder ein SBB. Wir haben den SBB, sehr schön. Mit dich ein, dann dich allein damit wir den, schon damit wir den Buff wieder erneuert haben, dann hier den Overdrive Angriff, den nur den UBB, Tiernanok und dann der Rest wird rein und wir dann ein paar Sparks hinbekommen, sollte direkt gut Schaden machen und halt Brave Burst Auffüllung jede Runde. Und ihr seht's, ha, wir sind voll. Wie konnte das denn passieren? Wie schockierend, was war das denn wohl Schreckliches? Aber jetzt müssen wir dann den Angel Idol Buff bei uns auch mal einsetzen. Save the powerless, ja, save du mal die powerless. Nein, nicht revive. Angel Idol, ich denke, ich setze es auf Juji ein und Atro. Die haben mit die meisten HP und da können wir es auch... Wir müssen dich hier schon... wieder am Leben halten. Atro ganz klar, auch allein schon, damit, weil wir damit dann den meisten Schaden machen. Und halt Juji, damit wir dann immer noch Licht- und Dunkel-Element bekommen können. Einfach, weil das so viel wert ist. Vom Schaden her. Und noch Zelha hinterher. Und dann haben wir es auch schon wieder. Sehr schön. Die Frage, wie lange brauchen wir noch insgesamt, um ihn kaputt zu bekommen. Aber es sieht ja ziemlich gut aus. Wenn wir kriegen mit dem Buff auf jeden Fall alle jetzt drei Runden, also jetzt danach noch eine Runde lang komplett wieder voll. Und das heißt halt auch kompletten Schaden. Muss halt nur hoffen, dass wir das Revive-Ding überleben. Und leider haben wir in dem Revive-Ding halt dann nicht mehr die Auffüllung drin. Das ist sehr schade, weil das bräuchten wir halt eigentlich auch noch. Zu garantieren, dass wir da... Wenn da jemand stirbt, dass wir dann da halt immer noch ihn wieder kaputt bekommen. So, und so ein bisschen was ein, um sicherzustellen, dass wir voll werden. Auf jeden Fall ihn hier wieder einsetzen für Mitigation. Ohne haben wir gar keine Chance. Ich mir fällt halt einmal, also wenn wir ihn jetzt unter... jetzt einmal tot bekommt, dann haben wir es gut, weil wir kriegen ja jetzt den Brave Burst aufgefüllt und können dann nächste Runde halt voll reinhauen, um ihn dann endgültig zu töten. Wenn wir dafür noch eine Runde länger brauchen, wird es halt deutlich schwieriger. Aber ich muss sagen, Atro macht sich da jetzt schon bezahlt für das, dass man da sagen kann, ja, schwupp, ich habe jetzt drei Runden lang Baby wieder voll. Ist gerade in dem Team wie diesem, wo ich ja massiv Baby-Probleme habe, wie ihr gemerkt habt, die werden nicht voll, da lohnt sich das halt richtig. Oh, sehr gut. Bam, das sitzt. Und das heißt, natürlich jetzt kommt der Revive. Unsere Heilung kommt rein. Wir haben alle außer Atro auf fast... Wir haben nur die Hälfte von Life. Das sollte eigentlich reichen mit den Lebenspunkten, dass wir
dass sie uns, vielleicht kriegt sie Eve tot, das erwarte ich, dass das passieren kann, weil Eve halt einfach deutlich weniger Lebenspunkte hat, aber der Rest sollte das eigentlich locker überleben. Und sie hat auch noch, oh, wir haben von Zelha den Injury-Effekt drauf bekommen, man sieht es über ihrem Kopf, ich habe natürlich vorher nicht geguckt, da war immer so ein hübsches Schwertchen runter, ich weiß nicht, ob das jetzt überhaupt noch aktiv ist dann. Ja genau, Attack Decrease hier. Und das sorgt halt dafür, dass wir auch weniger Schaden nehmen. Deswegen haben wir das jetzt auch so gut überstanden. Weil die Kombination aus Mitigation da dann doch und dem doch deutlich Leben rettet. Und jetzt können wir halt einfach mit Attack drauf und gut ist. Und wir haben's und ich bin zufrieden. War jetzt nicht super schwierig, aber auch nicht super einfach. Also 7 Sterne Arthur hat hier auf jeden Fall gewaltig weitergeholfen. Eindeutig, ohne hätte ich dann mir da etwas ganz anderes überlegen müssen. Aber es war jetzt auch nicht, dass ich sagen würde, so, whoop, wir haben hier von vornherein automatisch gewonnen gehabt. Also ich musste mich da jetzt schon anstrengen, Dinge richtig machen, an genug Dinge denken, Angel Idle Buffs einsetzen. Wobei die nicht tatsächlich notwendig waren, aber ich habe früh genug daran gedacht, dass ich sie einsetze. First Mission Clear. Sehr schön. Zellkammer, Urias Gems. Bam. Das wird jetzt natürlich gleich an den Mann gebracht. In dem Sinne, dass hier jetzt Atro statt dem Providence Ring Urias bekommen wird. Weil wegen, wir können es jetzt. Wie gesagt, ein bisschen schade, dass es halt Uria selbst keine HP gibt, aber dafür halt Attack und Death Rescue hoch und BB-Filterrate deutlich erhöht. Dazu die Ergänzung, dass weniger BB verbraucht wird, auf jeden Fall dafür sorgen, dass Atro selbst halt viel BB hat, aber die HP leiden halt leider unter Urias, das ist das Einzige, was dran schade ist. Trotzdem werde ich es auf jeden Fall darauf einsetzen, weil man alleine trotzdem 20% mehr auf alle Stats bekommt, dadurch, dass der Extra-Skill da ist. Damit gleicht sich das wieder ein bisschen aus. Und wir werden dann ans Ende des Videos auch noch unsere jedmalige Beschwörung dranhängen. Ich werde bei den Super Honors haben jetzt einfach noch alleine weitermachen müssen. Dann sieht man es ja, habe ich ja im Hauptvideo schon nicht wirklich geschafft gehabt. Regenbogen. Ist es? Meine Daumen fallen gleich ab. Boah! Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich lachen oder weinen soll, aber das ist auf jeden Fall gut. Luca, Top-Pick, Auric. Warum? Oh Mann, ich meine, Luca zu bekommen, auf jeden Fall schon mal top, weil Luca eine sehr, sehr gute Einheit ist. Prinzipiell haben wir halt den gleichen Effekt wie Nasa, nur dass wir dafür Angriffe dabei haben in großer Anzahl. Aber dann Auric und die Tatsache, dass es eine Rainbow-Tür war und ich keine neue Einheit gekriegt habe, ist natürlich bitter. Und Auric versaut dann echt den Tag, das Problem ist, wo es halt kritisch wird. Ich habe hier eine Kikuri und wir wissen ja, irgendwann kommt 7 Sterne Kikuri und so wie sie jetzt raushauen, kann es sein, dass die in einem Monat da ist und 7 Sterne Kikuri gewinnt gegen Luca einfach. Von daher lohnt es sich nicht, ich weiß nicht, ob es sich lohnt, eine Oracle Luca jetzt noch auszubauen. Ob mir das in meiner Teamkomposition passt. Aber ja, wir haben Urias, wir haben damit 7 Sterne Atro gut weit ausgebaut. Fehlen halt immer noch die Imps. Ja, klar. Davon habe ich auch nicht allzu viele zur Auswahl. Aber haben wir schon ein bisschen was. Haben Urias drauf, die Ishii Scores drauf. SBB10. Mit Tierna Nock. Also, wie heißt die eigentlich? Innocent Griever und Infinity Aurora. Ich finde Tierna Nock sehr cool. Gefällt mir. Wir sehen uns dann aber beim nächsten Mal erst wieder. Bis dann, meine Freunde. Macht's gut.